Was ist denn hier los? Hallo? Nicht zugeordnet? Warum muss er denn... Ach, das ist ja... Nicht zuordnen, nicht zuordnen. Ist doch schon zugeordnet. Geh nur. Wie viel haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geh nur 8 Stück daran. Höchstwahrscheinlich. Okay. Okay, pass auf, das wäre das Ding hier. Dann müssen wir noch so Verstärker mehr haben, oder was? Na, großartig. Pass mal, was haben wir hier denn? Verbindet 4 Lautsprecher und 4 Gates. Verbindet 10 Gates und 10 Lautsprecher. Brauchen wir das große Dingens. Was kostet uns das Teil? 8,5. 24,5. Ah, wir müssen sparen. So, wir müssen erstmal ein bisschen sparen, nützt alles nichts. Das ist da. Oh Gott, das geht bestimmt. Geht bestimmt durcheinander. Na gut, probieren wir das mal hier. Schließen. Zack. So. Dann müssen wir das wieder mit den Gates verbinden hier und brauchen wir eigentlich gar nicht alles. Weil es geht, dreht sich hauptsächlich um das Gate hier. Das ist das größte Problem. Ja, oder die beiden auch noch, ne? Ist ja für diese drei hier oben. Okay. Dann machen wir das so. Das müsste doch klappen. Oh, was sagt sie gerade? Ich habe gerade verstanden. So, hier unten müssen wir auch noch irgendwas bauen. Und zwar Rolltreppen auch noch irgendwie nach oben. Hier rauf und runter. Wäre nicht schlecht. Oh, lass das bleiben mit Großschreiben. Großschreiben ist ganz, 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 ganz böse. Da meint der Bot gleich wieder, dass wir, Großschreiben heißt Schreien. Und Schreien ist nicht das, was wir gerne möchten hier. Auch wenn das nicht so meint, aber der Bot meint das. Der versteht das nicht ganz. Deswegen lieber nicht Großschreiben. So, pass mal auf. Das ist hier, ne? Ob da. Zack. Rolltreppe nach unten. So. Müssen wir eine Rolltreppe nach unten und eine nach oben machen. Ich glaube, hier ist sie gar nicht verkehrt, ne? So, dass die nach unten und eine nach oben. Zack. Und die sollen ja aber sicherlich dahin. So. Dann können wir hier nämlich die ganzen Verkaufsgeschichten machen. Dann haben wir das nämlich auch durch. Weil irgendwo muss das ja hin. Und vorne vielleicht noch ein paar Dinge. Ach, wir brauchen ein bisschen Geld sparen. Das nützt alles nichts, bevor wir hier... Wir müssen ersparen. Und das geht's einfach nicht. ETS 2 läuft super. Das klingt doch nach was. Wo wir losfahren in ETS 2? Ich weiß es nicht genau. Eventuell, dass wir Hamburg starten. Vielleicht Hamburg. Mal gucken. Ich weiß nicht, wo ihr über eine Garage habt. Müssen wir uns mal ein bisschen abschnecken, wer da noch mitspielt, damit wir auch den gleichen Punkt haben. Du hast alle DLCs. Ja, mir fehlt bloß eine. Mir fehlt Italien. Die hab ich noch nicht. Nö. Dafür zocke ich das zu selten. Dafür zeige ich das so selten, dass ich mir das zulege und 20 Euro ausgebe oder 17, 18 Euro, irgendwas ist, was das sind da für einmal spielen, ist mir zu viel. So. So, wisst ihr was? Ich lasse es hier mal langsam laufen. Ich bin gleich wieder da. Ich möchte mir noch fix Kaffee holen. Das nützt alles nichts. Auch wenn das mitten am Tag ist, das nützt aber nichts. Da hat man schon eine Pause bei Anschlagwasser und trotzdem. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich bin gleich wieder da. Ganz schnell. Geh ganz schnell. Beeil mich auch.
Zug und wieder zurück. Es regnet in Strömen. Aber ich hoffe bei euch nicht. Hier regnet es auf jeden Fall. Höllennot. So, die benutzen auch den Weg. Pass mal auf, jetzt haben sie das Teil bestimmt fertig, ne? Mal auf. Da sollen wir hin. Das Ding ist fertig. Alles klar. So, verbinden mit. Jetzt geht es mich los und zwar zuordnen, zuordnen, zuordnen. Zack und da ist es nämlich. Zuordnen, zack und den hier auch. Wupp. So, bitteschön. Das müsste jetzt funktionieren. Fertig. Ich hoffe, die kriegen jetzt Bescheid. Ich hoffe, die kriegen jetzt Bescheid. Zack. Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Herrlich. Vielleicht hätten wir hier vorne noch einen stellen sollen. Weil die Jungs ja voll in ihrem Aufladesystem verfallen sind. Machen wir es mal aus. Zack. So. Was haben wir? 199. Müsste klappen. Construction Simulator. Stimmt, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Grad und Sonne, das passt ja Sonnenschein. So soll es ja auch sein. Also bei uns, also bei mir scheint die Sonne. Hier scheint die Sonne. So wie sich das gehört. Und beim Rest auch, sehe ich gerade. Stimmt, das war immer cool. Vielleicht hat der Kugel ja nochmal Lust, dass wir das mal anzocken. So, was haben wir jetzt gesagt? Wir wollten genau Geld sparen. Wir wollten Geld sparen. Hoffentlich sind die auch sauber abgekommen hier. Ja, wir müssen erstmal Geld sparen. Nützt alles nichts. Von nichts kommt nichts. Pass mal auf, hier haben wir unsere Forschung. Forschung, Forschung, Forschung da. Geringe Einkommen hast du nicht gesehen. Grundsteuer, da können wir auch noch mal ein bisschen was sparen. Ach, kostet wieder 94.000, alter Freund. Lässt deinen tätigen Grundsteuer um 25%. Ja, mach mal. 25% ist eine ganze Menge. Das nehmen wir doch mit. Bankdarlehen brauchen wir nicht. Zinskurse brauchen wir auch nicht. Weil wir haben ja keine Kredite laufen. Und das wollen wir eben auch gar nicht. Das hier wäre auch nochmal interessant, ne? Möglich ist dir, überschneidende Start-Landebahn zu erstellen. Aber ich glaube, das gibt auch nur Probleme. Da können wir auch nicht hier Vollgas geben. So, 52%. Flugliniereninteresse. Weil wir, glaube ich, wir sind, glaube ich, ein bisschen teuer, ne? Wie viel Sprit haben wir eigentlich noch? Null. Oh Gott, wir müssen ein bisschen Benzin kaufen. Ist gerade sehr billig, ne? Würde ich mal sagen. Wie viel können wir denn laufender kaufen? Treibstoff. Kaufen. Wie viel Platz haben wir denn da? Kapazität 1, kauf mal. Oh Gott, wir müssen auch wieder was ausgeben, aber nützt ja nichts. Das ist billig. Wie viele Nullen haben wir denn jetzt da? So. Oh, so viel Kohle haben wir gar nicht. Oh, großartig. Oh nein. Bier, Grillen, Bauwagen? Ja, genau. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich Innsbruck habe. Ob ich da eine. Wir müssen nachher mal schauen, wo wir starten. Nee, ich kann es nicht kaufen. Ist zu teuer. Also nee, wir brauchen Geld für die Landebahn. Nützt alles nichts. Dann müssen die Flugzeuge halt eben woanders tanken. Nützt nichts. Oder einen Reservekanister mitnehmen. Ich glaube, da können wir auch mit aushelfen zur Not. So. Siehst du, wir haben ein kleines Problem mit unserer Runway-Geschichte hier. Ja, wir müssen da ein bisschen was ändern. Irgendwie. Frage ist wie. So.
Ich will gar nicht so viel ausgeben eigentlich. Ich wollte eigentlich, dass wir die Kohle zusammengespart bekommen. Weil jedes Mal auch so ein Dessertstand. Kann ich das irgendwie demontieren heißt weg, ne? See Interested Facts. Was ist denn das? Das ist nur die Information wird angezeigt. Das ist super. Das ist, glaube ich, auch nicht Sinn der Sache. Ich glaube, das ist mehr so diese Frage oder diese... Wo sind... Da, natürlich, wird nicht angezeigt. Da, die Grünen. Ja gut, okay. Aber das kann man so schlecht sehen. Doch, man kann sehen, wer da interessiert ist dran. Das sind, glaube ich, alle, ne? Ne, nicht alle. Nicht alle. Okay. Es ist aber doof, dass es wirklich so dunkel ist, dass man schlecht sehen kann. Okay, sind nicht alle interessiert daran. Okay, so. Folgen, abbrechen, überdenken. Nein, wir wollen ja nichts machen. Nee, gar nichts. Nix. Geht gleich los. Klar, treffen wir uns in Hamburg. Hamburg ist eine gute Sache. Hamburg passt. So. Wie gesagt, wir wollten eigentlich... Unten machen wir die ganzen Verkaufsstände. Die bauen wir hier unten rein. Also das hauen wir alles hier unten hin. Und ach, jetzt benutzen sie auch wirklich wunderschön hier den Wanderweg. Ne? Den Wanderweg benutzen sie. Ich finde das cool, den Wanderweg. Ach, ist cool. Ach ja. Wie heißt zum Teil eigentlich übersetzt auf. Wie heißt zum Teil eigentlich auf Deutsch? Rollweg? Ne, Rollweg ist nicht. Wie nennt man sowas? Eine Rolltreppe in. Ohne Treppe. Ich weiß gar nicht, wie so ein Teil sich schimpft. Das heißt nicht Walkway, heißt das Teil, ja, ne? Aber wie heißt das Ding auf Deutsch? Ruhu, das müsstest du eigentlich wissen. Oh, was ist hier los? Freunde, was ist denn hier los? Ist die Straße verkehrt? Kann ich die abreißen? Pass mal auf, versuchen wir das mal wegzuräumen. Wir haben jetzt gar nicht drauf geachtet, ob die hier hinfahren, ne? Wir sind aber auch Profis hier. Schon wieder. Schon wieder so quer rangefahren. Ist vielleicht eine doofe Sache. Aber es ist, glaube ich, egal, wie wir das machen. Wir können ja... Ne, wir können nicht. Wir haben keinen Platz für irgendwie... Fließband. Ja, genau. Rollstraße. Wie gesagt, wir können auch eine zweite Zufahrt bauen, ne? Das dürften wir jetzt eigentlich machen. Aber... Nix aber. Wir könnten. Das bringt uns aber auch nicht. Wir kriegen da nicht mehr Fahrzeuge hin. Vielleicht... Weil sobald wir hier eine Straße an der Seite hinbauen, dann stellen die sich auch quer. Und das ist auch Panne. Wir müssen das alles wegreißen. Komplett wegreißen hier und dann, ne? Aber das machen wir nicht. Nö. Geht gar nicht los. Gar nicht. Oh, wir haben fast die Million zusammen. Fast die Million zusammen. Also ich würde mal sagen, noch ein Tag und dann haben wir es. Dann können wir noch ein Stückchen anbauen und dann haben wir auch Geld für 200 Ora. Das wird haarig hier. Hervorheben. Wo sind sie denn? Sind alle hier. Okay. Jungs, ihr müsst euch ein bisschen beeilen. Irgendwann ist der weg, der Apparat hier. Der große. Der Brummer. Jetzt haben wir nämlich schon wieder Verspätung. Oh Gott. Nein. Husch, rennen in den Kasten. Ach, Gottes Willen. Was ist los? Nein. Ja, jetzt fliegen wir ab. So, ihr habt Pech gehabt, Freunde. Die sind bestimmt sauer jetzt. Die sind bestimmt mufflig. Der ist orientierungslos, der eine hier unten. Der weiß nicht, wo er hin will. Oh Gott. So, warte mal. Was soll ich hervorheben? Geht das? Ne, geht nicht. Ich muss das mal klicken und klicken. So. Aber die sind alle schön hier, ne? Also das muss man sagen. Einer hockt da hinten nämlich rum. Telefonladestation. Wir brauchen, glaube ich, noch mehr Ladestationen hier vorne. Wir brauchen noch mehr. Ach, die kosten alle Geld. Das ist ja...
Wir machen schönes, also wir machen richtig Kohle, ne? Also das muss ich mal sagen. Da kommt richtig Geld in den Laden. Das haut mit der Besetzung noch nicht so ganz hin, also mit der Ordnung hier. Da werden die Beträge so ein bisschen überschrieben. Das ist ein bisschen, naja. Gibt Schlimmeres, glaube ich. So. Wie gesagt, wir brauchen noch mehr von diesen Ladestationen. Das reicht nämlich von vorn bis hinten nicht, ja. Und wir könnten theoretisch... ich weiß nicht, wo wir hier hinbauen sollen. Ich glaube, das gibt nur Ärger, ne? Wenn wir hier unten welche hinbauen, die warten bis zur letzten Sekunde. Dann schaffen sie das wieder nicht bis zum Gate. Ich sehe das schon wieder kommen, sowas. Ne? So, zack. Also ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht draußen sitzen sollte. Rechner rausstellen und dann draußen schön auf der Terrasse. Aber ich glaube, das ist ein bisschen die Oberkante, ne? So, was passiert rein? So viel sind es nicht. Eine Handvoll Leute vielleicht. €120 ist nicht so viel, da kriegen wir locker hin da. Das haben wir vorne selbst. Oh, das wird hier. Handvoll Leute. Aber ich glaube, man kann auch nicht aussuchen, welche Landebahn oder Startbahn die benutzen. Ne? Die benutzen immer die gerade frei ist, ne? Schnurzpiepe. Megatogger, das sehen wir denn, das schnacken wir denn ab. So, wir wollen erstmal gucken, wie viel dabei mitmachen. So, was haben wir jetzt noch? Uns fehlen noch schlappe 100.000 und ein bisschen. Und dann haben wir immer noch keine Landebahn. Haben wir nur das gekauft. Es ist schon wieder Nacht, ne? Alles duster. Aber ist auch schön aufgeräumt, ne? Also kein Dreck, kein Müll. Also alles supi. Alles hübsch. Alles hübsch hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute haben wir eigentlich jetzt hier. 8 Hausmeister. Das ist noch nicht schlecht. Das schafft das. Wir schaffen das. Kriegen das hin. Und dann können wir unten auch ein Restaurant bauen. Von mir aus können wir sowas auch mal versuchen. Haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Restaurant? Was brauchen wir denn dafür eigentlich? Restaurant? Objekte, zack. Und Verkauf. Da mal gucken. Kaffeetische und so weiter. Stuhl und bla. Kleine Bar, große Bar. Eine Kasse. Das brauchen wir auf jeden Fall. So, ein Herd brauchen wir auf jeden Fall noch. Eine Kaffeemaschine könnten wir da reinproppen. Und hier Getränkeautomat, Getränkespender. Das ist ein Getränkespender, der spendet das. So, was haben wir denn noch Feines hier? Geschnitzte Spüle müssen wir natürlich auch Speiseregal. Okay. Kuga will Pizza? Alter, wir haben gestern schon gegrillt. Oh, war das herrlich. Herrlich. Pizzaofen. Hier, Kuga, zur Not gibt es das auch noch. So, einen Kühlschrank brauchen wir denn auch und Zubereitungsfläche. Das ist auch wieder die Frage, wie viel brauchen wir davon? Brauchen wir da 1, 2, 3, 4, 5? Keine Ahnung. Zonen. Es gibt extra eine Zone, Küchenzone. Geschlossener Raum mit einer Tür erfordern. Ich muss eine Küchenspüle her, Zubereitungsfläche, Kühlschrank und ein Pizzaofen muss da drin sein. Na. Alter, das musst du nicht so sagen, Rojo. Da werde ich ja voll neidisch gerade. Cesaro, ich finde das Update finde ich Hammer. Das finde ich richtig geil. Das ist nämlich genau das, was hier gefehlt hat, dass wir in mehreren Ebenen spielen können. Das ist genau das, was gefehlt hat. Also wir hatten ja, wie gesagt, vorher nur diese, ne, alles unten und das ist ja nicht so. Da ist irgendwann ist ja mal Schluss, weil wenn du mit Start Flughafen anfängst, dann hast du nur hier vorne und du kannst hier unten ja nicht anbauen. Da unten geht's ja nicht. Das ist ja mal das Doofe. Würde das gehen, dann könnte man sein Geld, das Ding ja noch hier unten größer machen, aber die Wege wären extrem lang und groß. Also ich finde das mit mehreren Etagen, finde ich super. Wir haben ja sogar noch eine mehr, ne? Drei. Da oben können wir auch noch was hinbauen. Dachterrasse oder irgend so ein Krams. Wie, Sonnenschein war nicht da? Gibt's doch gar nicht.
Hat's geregnet bei dir? So, die ersten Passagiere kommen wieder. Ich glaube, wir müssen auch mal sehen, dass wir hier vorne auch wieder diese Ticketgeschichten ein bisschen ausbauen, dass wir da noch ein paar mehr von machen. Wäre auch nicht ganz verkehrt. So, Freunde, wann kommen die ersten Maschinen? Um 6, glaube ich, ne? 6 Uhr war das. Um 6 Uhr kommt die erste, ne? 6 Uhr, genau. 6 Uhr, 6 Uhr 15, die nächste. 6:45. 6:45, da schon wieder zwei Stück. Aber wie gesagt, Platz haben wir genug. 8 Uhr, 8 Uhr, hast du nicht gesehen. 12 Uhr, 12 Uhr, das sind wieder zwei. 12 Uhr 15. 2 Uhr, 2 Uhr. 4 Uhr, 4 Uhr 30, okay. Neun Uhr 15. Na gut, wir kriegen das schon irgendwie hin. Kuga wohnt so weit weg. Also ich glaube, ihr habt das wesentlich näher. So, da kommt der nächste dicke Brummer. Ich glaube, das wäre Rexikaner. Hervorheben, wäre mal ganz lustig. Wo sind sie denn? Hier unten rennen auch noch ein paar rum. Da ist auch noch jemand. Komm, Gange hier. Hackengas. Was machst du denn hier auf Klo? Hier vorne ist auch ein Lokum. Alter Freund. Und ich glaube, das mit den Waschbecken, das lassen wir echt mal. Wir brauchen die echt nicht. Das ist voll überflüssig. So, was geht da rein? 175. Noch über eine Stunde haben wir für Sporting. Also das ist echt locker flockig. Überhaupt kein Thema. Ach ja, Mensch, überhaupt. Ich soll auch noch fliegen. Oh Gott. In den Ferien soll ich fliegen. Das erste Mal. Ich bin so aufgeregt. Ich fall weg. Oh Mann. Galactica. Galactica. Ich glaube, ich habe auch ein paar Mods hier aktiviert. So die Lufthansa und so Krams, aber ich weiß nicht, ich habe die noch gar nicht gesehen. Naja, wir haben gerade drauf geachtet, muss ich sagen. So Freunde, das fehlt noch ein bisschen Geld hier. Wir müssen noch ein bisschen Kohle reinkriegen hier. Wäre nicht schlecht. Alter, so eine kleine Gurke hier, ne? Pacific Airlines. A320. Da passen noch eine mehr hin. Da können sie zu zweit stehen. Oder sogar zu dritt. Braucht 2,5 Stunden? Ja, da komme ich nicht so ganz aus. Da brauche ich ein bisschen mehr. Kleine Idee. So, circa das Doppelte. Ungefähr. Und hier läuft das. Das läuft wunderbar. Kein Staus, nix. Alter Freund, das geht. Ach, da ist noch ein kleiner. Da müssen wir noch was bisschen anbauen hier. Da ist ein kleiner Bereich, wo die langsam laufen. Das wollen wir ja nicht, ne? Das müssen wir. Nee, Zonen nicht. Versorgung, Objekte, da. Nee. Bau. Böden. So, was hatten wir denn hier gemacht? Was hatten wir denn da für einen Boden? Ach, da haben wir Steine gehabt. Das Ding hatten wir da gehabt. Ah. Jetzt kommen wir Sachen näher hier. So. Zack. So. So, es fehlt noch ein bisschen. Ah, wir brauchen auch, glaube ich, noch gute 100.000. Nein, wir brauchen mehr.
Wir brauchen 150.000, glaube ich, für die Landebahn, ne? Ich weiß gar nicht, wie lang war die eigentlich hier? Ne, stimmt gar nicht, noch mehr. 240.000. Oh mein Gott, das geht ja richtig ins Geld. Ja, jetzt bei einem anderen. Ich bin raus. Ich bin raus. Na super. So. Aber irgendwas haben die auch hier mit dem Rollbahn geändert. Irgendwas haben die noch gemacht. Ich weiß mal nicht, was das war. Flugcode. Ach, da müssen wir auch noch ein Dings für haben, dass die irgendwo. Ich hatte schon so ein Raum, ne? Crewzone, glaube ich, wie ist das Ding? Wo war das hier? Irgendwo habe ich das gesehen. Flugcrew-Lounge. Genau, das Teil. Die sich privat entspannen und auf ihre Flüge warten können. Mindestgröße 5x5. Gut, kriegen wir hin. Die Frage ist nur, wo bauen wir das denn hin? Das müsste ja eigentlich ein bisschen zentraler liegen, ne? Dass die auch von, dass die alle erreichen. Irgendwo hier, ne? Eventuell? Boarded. Okay. Ja, wir können das theoretisch auch hier hinten machen. Weil das Flugzeug fliegt nicht ab ohne die. Also das wird nichts. So. Oh, wir haben Kohle. Sollen wir das mal ausgeben? Ich würde mal sagen, wir geben das mal aus. So, und zwar... Oh, ja klar, wir kaufen das jetzt mal. So. Grundstück kaufen. Jetzt hoffen wir, dass das Ding abschmiert. So. Die Daumen, was geklappt hat. Hat's geklappt? Hat's geklappt? Na? Komm schon. Hat geklappt? Ich dreh durch. Es hat geklappt. Wundervoll. So, jetzt müssen wir natürlich unseren Zaun noch wieder umbauen. So, bitte, jetzt können es weitergehen hier. So, wir haben gekauft und wunderbar. Jetzt müssen wir den Zaun hier noch wieder weiterbauen. Zonen, Zaun, Planung. Wo waren wir jetzt hier? Versorgung war es nicht. Hätte da gut gepasst, ne? Objekte? Bau. Da, Zaun. Kostet 125 der Meter. Leute. Okay. Nützt ja alles nichts. Wir müssen das ja haben. Zack. So. Oh, was ist nur los? Zack. So. Und ach, unsere ganze Kohle geht hier raus. 3000 etwas. Zack. Und jetzt müssen wir hier noch runter. So. Dann fehlt uns da noch ein kleiner. Zack. Bitteschön. So. Dann haben wir. Können wir eigentlich mal diese Dinge hier weg. Das kann alles weggerissen werden hier. Das ist überflüssig. So, löschen. Können wir das hier löschen? Ne, können wir nicht. Wir müssen das Auto einreißen. So, das muss weg. Und das Ganze hier auch. Bloß nicht zu viel wegreißen. So. So, zack, das auch weg.